Es gibt Kinofilme, die so realistisch sind, dass man ihre Handlung wie ein tatsächliches Geschehen erlebt. Und es gibt Tatsachenberichte im Fernsehen, die so unwirklich scheinen, dass man sie für erfunden hält. So rücken King Kong und der 11. September nahe zusammen. Klaus Teweleitz, Professor für Kunst und Theorie an der Karlsruher Akademie der Bildenden Künste, hat die These aufgestellt, dass wir in mehreren Parallelwelten leben. Wie wir zwischen Fakten und Fiktion unterscheiden, welche Rolle die Kunst und die Medien bei der Inszenierung von Wirklichkeit spielen, darüber spricht er jetzt mit Annemarie Pieper. Herr Teweleitz, seit Ihrem vor 25 Jahren erschienenen Bestseller Männerfantasien interessieren Sie sich für die vielfältigen Formen der Ausübung von Macht und Gewalt. Und dies auch in Ihrem neuen Buch Der Knall. Was sind das für Fantasien? Woher kommen sie? Und vor allem, was ist der Grund dafür, dass es nicht Fantasie bleibt, sondern dass aus diesen Fantasien Terror, Kriege, Brutalitäten hervorgehen? Was das für Fantasien sind, sollte man vielleicht gleich dazu sagen. Das Wort Fantasie war ein Titel. Das ist eigentlich kein Begriff. Wie überhaupt das, was ich mache und schreibe, um die Schwierigkeit auch kreist. Das, was man für die Wirklichkeit hält, was man wahrnimmt, das, was passiert, tatsächlich in sprachliche Begriffe zu bringen. Das funktioniert meistens nicht. Man folgt dabei meistens Systemen, die vorgegeben sind, sei es einem philosophischen, einem psychoanalytischen, einem naturwissenschaftlichen, wie immer, und versucht in dieser Sprache, sich den Phänomenen zu nähern. Das habe ich versucht in diesem ersten Buch mit der faschistischen Gewalt und gemerkt, dass keins der Begriffssysteme oder Sprachsysteme, mit denen ich das zu fassen versuchte, was da passiert im faschistischen Terror, zu beschreiben ist. Das hat, ohne dass das meine Absicht war, mich damit dazu geführt, von Anfang an in eine Art Sprachenmischung zu schreiben. Also sowohl Sprachen der Psychoanalyse, der Historie, der Soziologie, der Kunstbetrachtung, der Medienwissenschaft, kann man schwer sagen, weil es die noch kaum gab als entwickelte Wissenschaft. Aber jedenfalls vom Kino her denkend, sagen wir mal so, in verschiedene Sprachen so zu mischen, dass sie dem, was ich beschreiben wollte, was passiert mit bestimmten Körpern, die auf andere losgehen, um sie zu zerstören, also deren Lebensform Gewalt ist, die nicht einfach mal Gewalt ausüben, sondern die daraus bestehen, eine bestimmte Verkörperung von Gewalt zu sein. Wie kriegt man das beschrieben? Das hat Fantasie, also nochmal war ein Titel. Es handelte sich nicht nur um Fantasien, denn was diese Männer in der Realität des Krieges, in der Realität des Terrors, der Vernichtung der Arbeiterbewegung, dann der Vernichtung der Juden in Deutschland gemacht haben, waren da keine Fantasien. Aber dies zeigt schon, dass es von meiner Wahrnehmung her nicht möglich war und auch nicht möglich ist, das tatsächlich zu unterscheiden. Wo gehen bestimmte fantastische Vorstellungen in reale Handlungen über? Und wenn das so ist, wo besteht dann das Recht zu sagen, diese Fantasien seien nicht auch real? Also diesen Unterschied, dass das eine real, das andere nicht, das eine vorgestellt, das andere faktisch sei, den habe ich versucht von Anfang an auszustreichen. Also dieser Schritt, den ich jetzt in diesem letzten Knall in expliziter Weise zu beschreiben versuche, dass diese Differenzen nicht existieren, sondern dass wir in verschiedenen Sorten von Realitäten leben, der war in diesem ersten Buch in dieser Weise schon angelegt, dass ich gesagt habe, das Fantastische ist genauso real wie die reale Handlung und manchmal mehr. Und um den 11. September rum, um dann darauf gleich zu kommen, hat sich das in einer ganz bestimmten, eklatanten Weise an Kommentaren gezeigt. Darf ich noch mal zurückfragen? Umgangssprachlich machen wir ja schon einen Unterschied zwischen Inszenierungen, die wir nur sozusagen im Kopf durchspielen und von denen wir wissen, dass wir die nie in die sogenannte Wirklichkeit umsetzen werden. Würden Sie sagen, diese Sprache ist nicht mehr hinreichend, diese Unterscheidung, das eine bleibt sozusagen verschlossen,
eine Inszenierung unseres Kopfes, unserer Fantasie, unserer Einbildungskraft. Ja. Und das andere wäre die Realität, wo ich wirklich Menschen quäle. Ich glaube, das kann niemand sagen, dass das, was bei ihm im Kopf passiert, nicht in bestimmter Weise auch woanders passieren kann. Dass wir das so behandeln, ist eine reine sprachliche Übereinkunft. Damit regeln wir unseren Alltag. Damit regeln wir unsere Kommunikation so, dass wir sagen können oder uns einbilden können, wir verständigen uns mit anderen darüber. Aber wir wissen alle, dass diese Verständigung nicht sehr weit geht, dass die sehr oberflächlich bleibt, dass sie in bestimmte gesellschaftliche Konventionen einschließt. Dies machen wir in diesem Rahmen ja nicht, dies kann man hier nicht tun, aber woanders kann ich doch, in einem abgetrennten Bereich, in einer abgetrennten Enklave. So führen viele Leute ja nicht nur das, was man früher ein Doppelleben genannt hat, sondern ein Mehrfachleben in bestimmten Bereichen ihrer Existenz, von denen viele andere, selbst oft die engsten Leute, nichts wissen, die sie auch selbst in ihrem Leben teils so erleben, dass sie in sie einbrechen oder aus ihnen herausbrechen als eine Art Zwang, dem sie nicht widerstehen können. Diese Dinge, sei es in diesem ganzen Bereich sexueller Perversion, sei es gesetzlicher Übertretung, Transgression, sei es in Pornografie, sei es verdeckte, halblegale im ökonomischen Geldbereich und so weiter, Übertretung, Verbrechen hin, die nicht einfach nur immer gemacht werden zu ganz bestimmten Zwecken, sondern die Bedürfnissen der Personen folgen, von denen sie merken, dass sie in ihnen irgendwie angelegt sind. Also die meisten Leute erleben sich tatsächlich längst als Mehrfache, nicht als Individuen mit einer ganz bestimmten, umrissenen, umgrenzten Identität, mit einer ganz bestimmten festgelegten Lebensform. Es ist ja heute so, dass die Wechsel der Lebensformen zunehmen, viel stärker sind, als sie vor Hunderten, auch vor Jahrzehnten noch waren, wo ein Leben in einer ganz bestimmten Bahn festgeschrieben auch tatsächlich lief. In Amerika wie immer der Vorreiter, das Vorbild, 5, 6 Existenzen nacheinander, wie Marsha Pelly das formuliert. Und von jeder dieser Existenzen bildet man sich ein nacheinander, dass sie die eigentliche, wahre, authentische sei, bis man feststellt, das stimmt nicht und mit diesem Konglomerat von 6 oder 10 Personen nicht mehr umgehen kann und dann über einem Abgrund und immer vor dem Zusammenbruch balanciert. Und zur Flucht davor springt man dann in eine weitere, in eine nächste Existenz. Also diese Trennungsreden, die wir haben, da sind die Vorstellungen, da ist das Reale. Hier bin ich, das gehört nicht zu mir. Die sind längst im Verschwinden und längst bei den meisten zusammengebrochen. Zumindest im Kopf zusammengebrochen. Denn im Kopf haben wir sowieso dieses Konglomerat aus Wahrnehmungen, die wir selbst von uns haben, die andere von uns haben, mediale Widerspiegelungen, Widerspiegelungen von Gruppen, Existenzen, die wir nur in Medien sehen, nur aus Medien kennen. Wir denken längst so in dieser Zusammensetzung und unsere Sprache, die sehr viel älter gestrickt ist, älter konstruiert, nach eher einem Individualitäts-Subjekt-Prädikat-Objekt, Modell mit klaren Differenzen zwischen Personen, Dingen, Wirklichkeitsform, die wird dem längst nicht mehr gerecht. Wir sprechen eigentlich also andauernd eine Sprache über Abgründen, mit der wir nicht mehr dem anderen, auch nicht mal uns selbst, mitteilen können, was wir eigentlich tun und denken. Jetzt handeln wir aber in der Gesellschaft immer noch nach diesem alten Paradigma. Wie stellen Sie sich jetzt zum Beispiel einen Gerichtsprozess vor, in dem man ja nicht bestraft wird für etwas, was man gedacht hat, sondern für etwas, das man getan hat, wo also nachweisbar ist, dass das Handeln eine Folge hatte, die schädlich war für jemand anderen. Wie kommt man dem dann bei mit der Erkenntnis, die Sie uns jetzt hier formuliert haben? Dem braucht man eigentlich gar nicht beizukommen, weil das kein besonderes theoretisches Problem stellt. Weil ein Gericht ist eine Institution mit fest umrissenen Regeln. Und überall da, wo fest umrissene Regeln, Gesetze gelten, kann man sich mit denen behelfen, tut es auch. Das heißt, in diesem Bereich gilt die Realität, bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung und so weiter. Die hat ihre klaren Vorschriften. Da gibt es Argumente, Gegenargumente, Anklagen, Verteidigung etc. Diese Sorte Realität gilt aber als Denkmodell und auch Handlungsmodell rein für diesen Bereich. Überall woanders, in jeder anderen Form des Alltagsverhaltens, spielen diese Gesetze, außer man verletzt sie in einer Weise, dass jemand sagt, wir müssen sie da verhandeln, an diesem Ort Gericht, spielen sie sonst keine Rolle.
Ja, nur wen beurteilt man dann von diesen, Sie haben beschrieben, 5, 6, 7 Existenzen. Das klingt ja nach einer multiplen Persönlichkeit. Ich meine das jetzt gar nicht mal psychologisch. Ja. Dann muss man ja aber doch wissen, wenn man da keine feste Identität der Person mehr hat, wie geht man dann eigentlich mit den Mitmenschen um, wenn man nichts mehr hat, woran man sich halten kann? Die Sprache nicht, die Person nicht. Gibt es irgendwas, wo man noch drauf bauen kann? Ja, es gibt Formen von Zusammenleben, Formen von Zusammenarbeit, deren Regeln man allerdings selber definiert, die in keiner Weise verbindlich sind, weder von irgendeinem Gesetz noch von einer Religion vorgeschrieben. Jedenfalls verhalten die meisten Menschen bei uns sich so, dass sie nicht in einer dieser Normen, Richtungen oder vorgegebenen Regeln folgen, sondern ihre Verhaltensweisen untereinander entwickeln. Das kann ein sozialer Prozess sein, dass, wie das in den 60er Jahren meinetwegen war oder 70er Jahren. Man sagt zu Arbeitsformen von Menschen, die in Konkurrenz passieren, wie das alte Arbeitsmodell war, hierarchisch und ich muss den anderen übertreffen, sind aus verschiedenen Gründen kontraproduktiv. Sei es ökonomisch, aber auch als persönliche Verhaltensweise. Man ruiniert sich gegenseitig. Koproduktion ist eine andere Lebensform. Das kann man zu zweit entwickeln, auch zu 20. Es kann eine Stadt entwickeln, es kann eine Gesellschaft entwickeln. Je nachdem, welche breiten Geschichten über mediale Verbreitung sowas annimmt. Aber Verbindlichkeit kann, wenn sie muss man selber regeln, sagen. Und zwischen uns gilt, zwischen uns Zweien gilt, zwischen uns Vieren, Fünfen in der Familie gilt, in der Freundesgruppe gilt. Dies wird nicht gemacht, das wird nicht gemacht. Wer das tut, dann brechen wir den Kontakt ab oder so. Also Sanktionen? Ja, Sanktionen durch Ausweichen. Strafsanktionen gibt es nicht. Mhm. Gehören da natürlich auch nicht hin, sondern das ist, unterliegt all dem. Da kann man tatsächlich wählen. Was man in der politischen Wahl selten kann, in diesen Bereichen kann man wählen, mit wem man was wie tun möchte. Und das bekommt Realitätscharakter, auch einen verbindlichen, aber genau für diesen Bereich. Und dann kann man sehen, ob man den mit anderen, die was Ähnliches tun, verbinden kann. Wenn man feststellt, niemand anderes tut das, ist man einsam. Und können Sie sich vorstellen, dass dann so etwas wie eine gewaltfreie Gemeinschaft entstehen kann? Gewaltfreie Gemeinschaften können genauso entstehen wie gewaltsame. Ja, nur man hätte eigentlich keine Kriterien oder keine guten Gründe dafür zu sagen, eine solche Gemeinschaft wäre die bessere gegenüber einer, in der Gewalt als Prinzip zulässig ist. Ja, man hat gute Gründe, wenn man das anerkennt als guten Grund. Der gute Grund, das wäre sozusagen meine Hauptregel für das Sozialverhalten untereinander, für Verhalten aller Art untereinander, ist, man wahrt den, man respektiert die Unverletzlichkeit der Haut der anderen Person. Das wäre sozusagen das Grundaxiom. Ne? Eingriffe zerstörender Art mit Händen, Geräten, ne? Messern, Kratzern, Zähnen und so weiter. Außer es kann natürlich der Fall sein, dass das gewünscht wird unter bestimmten Bedingungen. Das ist natürlich eingeschlossen und hängt eben von solchen Regelsetzungen ab. Aber das wäre das Grundaxiom, auch für die Politik. Das schließt ein, dass Staaten sich nicht kriegerisch bekämpfen zum Beispiel. Weil das Recht, Probleme zu lösen, indem man irgendwo, ganz egal wer auf wen, Bomben wirft, andere Zerstörungsmittel loslässt, bricht dieses Gesetz, dass man nicht das Recht hat, die körperliche Unversehrtheit anderer Personen zu zerstören. Das ist für mich die zivilisatorische Grundregel Nummer eins. Der hängt schon mal ein großer Teil der Welt offenkundig nicht an, wo der Eingriff in diese Sphäre des anderen nicht nur erlaubt, sondern manchmal sogar vorgeschrieben ist von den Prügelgesellschaften, Unterdrückung, Strafgesellschaften, Haare abschneiden, steinigen und. Das sind zum Beispiel Gesellschaftsformen, die auf einer anderen Zivilisationsregel oder für mich eben nicht Zivilisationsregel, sondern barbarischen Regel basieren. Das ist eine Setzung, die man macht. Die ist aber in einer bestimmten Weise vollkommen willkürlich, dass man sagt, ich respektiere die Haut des anderen. Aber ich kann mir zum Beispiel keine vernünftigere Regel vorstellen für das Zusammenleben von Leuten untereinander. Denn dann kann man anfangen, alles in einer bestimmten Weise zu lösen, ohne immer mit Dolch oder Bombe in der Hand dazustehen.
Ja, und ist es für Sie vorstellbar, dass man dann gute Gründe hat, solche barbarischen Gesellschaften in einer anderen Weise dazu zu bewegen, eben den eigenen Regeln zu folgen? Kann man da mit Waffengewalt versuchen? Ja, meiner Meinung nach eher nicht. Mhm. Jedenfalls nicht als Programm. Ich sitze hier und habe eine bestimmte Formel in der Hand, von der ich denke, sie sollte für die ganze Welt gelten. Dieses Recht hat eigentlich niemand. Das würde ja genau heißen, diese Unversehrtheitsregel aufzulösen, die nicht nur für Körpergrenzen, die auch für Landesgrenzen gilt. Das ist aber auch gar nicht nötig, denn die in verschiedenen Gesellschaften heute auf der Welt stehen alle untereinander in, ich will mal sagen, fluktuierenden Berührungen. Das kommt durch die mediale Vernetzung der Welt, auf die wir sicher gleich noch in anderen Zusammenhängen kommen werden, dass alles in der Welt in einer bestimmten Gleichzeitigkeit passiert, alles überall wahrnehmbar ist, alles in einem Informatikaustausch sich befindet, in einem Wahrnehmungsaustausch. Die große Angst zum Beispiel der fundamentalistischen Kräfte in verschiedenen islamischen Staaten, um ein Beispiel zu nehmen. Man könnte auch andere nehmen. Man könnte auch den Ostblock nehmen und die Angst vor Westsendern oder Chinas vor bestimmten Entwicklungen im Westen, die alle nicht abzusperren sind, weil sie gesendet werden und auch empfangen werden und weil damit gedacht wird. Die setzen ja schon, das ist auch ein besonderer Grund dafür, die Überholtheit von Kriegen, dass man Weltprozesse ganz anders behandeln und diskutieren kann, als das früher der Fall war, wo ganze Weltbereiche von anderen abgeschnitten waren, die nichts wussten, was irgendwo vor sich geht, tatsächlich nicht wussten, in einer Art, ich will gar nicht mal sagen Diaspora, sondern wirklich Abgetrenntheit lebten. Das ist ja nicht mehr der Fall. Dieser Austausch. Aber das ist doch heute, wir reden von einer gewissen Elite, die über alles informiert ist in der Welt. Aber wenn man das zahlenmäßig anschaut, wie viele Nicht-Informierte es auf manchen Kontinenten gibt, ist es ja doch etwas fraglich, ob da nicht unterschiedliche Welten jetzt aufeinander prallen. Ja, es prallen unterschiedliche Welten aufeinander. Aber wenn man die nordafrikanischen Staaten zum Beispiel nimmt, wer die bereist hat und sich die Musik angehört hat, kann zum Beispiel nicht überhören, dass aus allen Plattenläden, die man in Tunesien oder Marokko oder so abschreitet, dass da eine Musik vorne dran gespielt wird, die eine Mischung ist aus arabischen Musiken und Rockmusik. Um zwei Beispiele zu nennen, mit ganz verschiedenen anderen eingeflochtenen Einflüssen auch. Mhm. Da steckt eine bestimmte Sorte Tanzbarkeit drin, da wird auch in einer bestimmten Weise getanzt. Das führt zu einer bestimmten Sorte von anders sich kleiden wollen, ob das nun die Allgegenwärtigkeit der Jeans ist oder bestimmter Bewegungen, die Jugendliche untereinander machen. Das sind ja erstmal unkriegerische Einflüsse und Auseinandersetzungen zwischen Gesellschaften. Und in dem Sinne informiert ist fast jedes Ohr auf der Welt. Man kann in den letzten afrikanischen Winkel kommen, da hört man eine Mischung aus afrikanischer Musik und Soul-Geschichten mit Hip-Hop neuerdings drin. Und diese Kombination, die amerikanische Schwarze, das kommt ja nicht umsonst aus Amerika, afrikanische Schwarze, nach Amerika brachten und dort diese Mischform mit europäischen, verschiedensten Sorten europäischer Musik von irischer, deutscher, schwedischer, englischer und so weiter entwickelt haben, die von daher diese Mischform ist eine Art Norm geworden, die auch diesen Charakter in sich trägt, jetzt sehr fundamentalistisch oder eingeengte oder auf der Stelle tretende oder in ihrem eigenen Saft, sagen wir so, bratende, schmorende Gesellschaften aufzulösen. Also die Behauptung, dass der Ostblock zusammengebrochen ist an Bombardierung durch Westmusik, Westfernsehen plus Wettrüsten plus Nichtbelieferung mit elektronischen, mit den neuesten Chips, sodass die Ostproduktion zurückbleiben musste und letztlich zusammenbrach. Diese drei Ingredienzien sind, glaube ich, alle drei gleich wichtig. Davon kann man zwei als relativ kriegerisch bezeichnen, die mit den Lieferstopps für elektronische Geräte, die mit dem Wettrüsten, und eine relativ unkriegerische, die mit dieser merkwürdigen Musik, Filmen, in Westkultur, die bestimmte Lebensformen vorstellbar machen, die schon auf, obwohl sehr viele Filme Gewaltinhalte haben, sind das doch Techniken, die
nicht selber gewaltförmig in die Person einschlagen wie ein Schwert oder wie eine Bombe. Sie bewirken was in den Köpfen. Sie ändern Denkrichtungen, Blickrichtungen. Und in diesem Prozess befinden wir uns. Deswegen denke ich, braucht man nicht dieses Mittel des Kriegs. Aber Sie haben jetzt eigentlich sehr einleuchtend geschildert, dass Vermischung als etwas Positives empfunden wird, weil es bereichert. Ja. Man ist nicht festgelegt auf einen bestimmten Typus von Musik oder zwischenmenschlichem Umgang. Aber woher kommt dann trotzdem immer noch dieses Bedürfnis, Kriege zu führen, andere Menschen zu unterdrücken? Eigentlich sollte man doch dann in der Richtung weitergehen. Wie erklären Sie sich das? Sind das schiere Machtinteressen? Es ist ja nicht mehr so, dass man wie früher Eroberungskriege führte, weil man Land meinte, nötig zu haben. Was sind heute eigentlich die tiefer gelegenen Kriegsgründe? Auch Land hat man heute schon nötig, besonders wenn da bestimmte Rohstoffe sich befinden. Mhm. Die Geschichte mit dem Öl müssen wir nicht unbedingt ausführen, weil sie im Moment in aller Munde ist, in allen Zeitungen steht und zu einem Teil auch Ansprüche bestimmter Länder auf andere Gebiete erklärt oder erklärlich macht, diesen Zugriff, dass man sich von diesen Rohstoffen nicht abschneiden will, weil man glaubt, sie für die eigene Produktion, industrielle Produktion zu gebrauchen. Dann gibt es auch immer die Eigenbewegung von Machtapparaten. Ein großer Militärapparat, wie zum Beispiel der USA, der Riesenanteile des Staatsbudgets umfasst, die jedes Jahr da reingebuttert werden, wovon so und so viele Industrien leben, so und so viele Arbeitskräfte dranhängen, wie immer gesagt wird, so und so viele Generäle, Stäbe täglich damit befasst sind, darüber nachzudenken, was man mit diesem Zeug anstellen kann. Das heißt, die Generäle sitzen ja nicht da, wenn kein Krieg ist und trinken dauernd Kaffee, sondern die sitzen an ihren Strategietischen, an ihren inzwischen Videogames wahrscheinlich und spielen die Weltlage strategisch durch und haben für jeden Flecken der Welt irgendein, wie sie immer sagen, Szenario entwickelt, was man da, gesetzt diesen und jenen Fall und so weiter, bei Einsätzen dieser, jener und so weiter, Waffen, Opfer, eigene, andere zu erwarten. Es wird gerechnet. Die rechnen das jeden Tag durch und hoch. Und zumindest die Waffenindustrie hat das Bedürfnis, ab und zu die Arsenale zu erneuern. Es muss mal ein bisschen was rausgeschossen werden, damit man nachliefern kann. Die Generäle haben das Bedürfnis, ein bisschen was von diesem Spiel auch mal in der sogenannten Realität zu spielen oder es da umzusetzen. Also solche Gründe gibt es genug. Dann gibt es Gesellschaften, die tatsächlich in ihrem Innern so strukturiert sind, ich sage jetzt mal ganz grob, die alte, eher auf bäuerlichen Regeln basierende patriarchalische Familie, hierarchischen Zuschnitts, wo der Vater, der Gott, Kommandeur drin war, die anderen leibeigen und strafabhängig, körperlicher Besitz, Frauen als Besitz. Diese Strukturen sind in sich kriegerisch. Gesellschaften, die so organisiert sind heute, tragen diesen Krieg in sich. In hochtechnifizierten Gesellschaften wie unseren hat sich diese Familienstruktur ja aufgelöst. Es gibt jetzt nicht nur Normen, Verhaltensweisen, über die man sich geeinigt hat, dass Kinder, Frauen bestimmte Rechte haben. Das ist gesetzlich festgelegt, das ist verbrieft. Man kann damit so und so in die Öffentlichkeit gehen. Es ist eine andere Sorte Struktur da. Das heißt, diese Gesellschaften sind, das würde ich mich auch trauen tatsächlich zu sagen, in einem objektiven Sinn weniger gewaltförmig, auch wenn sie hochtechnifiziert und hochbewaffnet sind. Was zu dieser Form geführt hat, dass diese Gesellschaften dazu neigen, Kriege im alten Stil nicht mehr in ihren eigenen Grenzen zuzulassen oder zu führen, sondern irgendwo anders, außerhalb. Sei es da, wo man Interessen hat, wo man was möchte, wo man Rohstoffe oder andere politische Interessen verfolgen möchte. Aber auch, wo man Gruppen benutzen kann, Bevölkerungsgruppen, die für solche Kriege noch gut ansprechbar sind. Sie haben da ja ein interessantes Theorem entwickelt, das Theorem der erpressten Loyalität. Ja. Können Sie das mal ein bisschen erläutern noch? Ja, das ist dieses Modell, dass man, das steht diesem Freund-Feind-Schema diametral entgegen. Beziehungsweise Freund-Feind ist eine späte Stufe des Modells der tatsächlichen Kriege, die wir erlebt haben und ich behaupte seit mehreren hundert Jahren, ich fange an das zu beschreiben, ums Jahr 1200 nach Christus in Spanien, Südspanien, aber
alle Teile der südlichen Hälfte Spaniens zu der Zeit waren teils islamisch, also maurisch, mit jüdischer Bevölkerung, spanischer Bevölkerung, Gypsy, Zigeuner, Zigan, Bevölkerung gemischt und waren islamisch regierte, aber halb säkulare Staaten. Also nicht in Scharia-Staaten mit dem Koran als Gesetzbuch fürs weltliche Leben, sondern mit einer Trennung von höfischem Leben weltlich und religiösem Leben Koran. In diesen Gesellschaften, und das ist an verschiedenen Stellen in der arabischen, in der europäischen Welt der Fall gewesen, haben sich diese Mischgesellschaften als sehr friedliche entwickelt, mit auch stärkerer Frauendominanz, als das in anderen Gesellschaften üblich war. Starke Entwicklung von Kunst, Wissenschaften, Handel. Das waren die überlegenen Gesellschaften um 1200 rum in Europa. Mit hoher Entwicklung von Mathematik, Philosophie, das europäische Mittelalter, das wir danach kennen, das christliche, ist auf dieser Ebene ein ungeheurer Rückfall in eine Sorte von Unwissen und Barbarei. Das Christentum hat diese Mischgesellschaften ausgelöscht, wie dann auch die fundamentalistischen Teile des Islam, Koran, hörig, Scharia als Gesetz setzend, das Gleiche machten. Und ja, und warum? Und ich beschreibe, dass diese Kräfte beider Seiten zusammenarbeiten. Mhm. In Cordoba tun sich eine Gruppe fundamentalistischer Islamisten, die den weltlichen Islamstaat stürzen wollen, mit christlichen Kreuzrittern zusammen. Gemeinsam stürzen sie den Mischstaat, den weltlichen Staat. Dann bekämpfen sie sich erst gegenseitig. Und da gewinnen die Christen in Spanien. Die Mauren werden vertrieben, die Juden werden vertrieben. Das Gleiche passiert in Afghanistan. Dort arbeiten die Amerikaner in ihrem kalten Kriegskampf, die Russen treffen wollen, weil die Russen Afghanistan besetzt haben. Es gibt sogar inzwischen Beschreibungen, die behaupten, die Amerikaner haben die Russen so weit provoziert, dass sie Afghanistan besetzen mussten. Aber das im Einzelnen diskutieren führt hier zu weit. Aber die Tatsache ist, dass die Amerikaner sich mit den fundamentalistischen Islamleuten zusammentun in Afghanistan, erst gegen die Russen und dann gegen die afghanische Zivilgesellschaft, die nämlich in den 60ern und 70ern durchaus sehr stark im Entstehen war. Die Studenten waren westlich gekleidet in Kabul, man kennt die Bilder aus dem Fernsehen. Und dieser eigene Weg zu einer Sorte Demokratisierung war durchaus beschritten, wie er auch in Persien, Iran zum Teil beschritten war, bevor er gestoppt wurde. Und das Irre an der Geschichte ist, dass die westlichen Hauptkräfte, also zum Beispiel die Amerikaner hier, gerade nicht dafür gearbeitet haben, das, was sie immer ideologisch vor sich hertragen, nämlich Demokratisierung, Humanities zu entwickeln, sondern genau mit den Fundamentalisten zusammenarbeiten, um einmal in diesem Fall Feind im Kalten Krieg, Russland, zu schlagen, aber dabei in Kauf nehmen, dass auch die afghanische Zivilgesellschaft, Mischgesellschaft zerstört wird und eine bestimmte fundamentalistische Gruppe, nämlich die Taliban, an die Macht kommt. Das ist ja der Hintergrund der Geschichten vom 11. September, dass erstmal diese Koproduktion besteht, Amerikaner und Taliban-Fundamentalisten. Dann erst werden sie Feinde. Und das in diesem Fall, weil die Taliban nicht so freundlich waren, dieses Modell, das ich entwickle in diesem Band, bis zum Ende zu führen, nämlich zu sagen, ihr dürft jetzt rein und hier eure Militärbasen aufrichten, eure Pipelines bauen. Das wurde nicht gemacht, sondern sie haben gesagt, Schluss mit der Hilfe bis zu diesem Punkt. Ihr habt uns geholfen, die Sowjets aus dem Land zu werfen. Ihr habt uns geholfen, an die Macht zu kommen, dieses zivile Afghanistan zu zerstören. Jetzt wollen wir euch aber nicht mehr haben. Aus diesem Punkt allein resultiert die Feindschaft zwischen Amerikanern, zwischen USA, Regierung, nicht Amerikanern. Was die Amerikaner sind, ist nochmal eine ganz andere Geschichte als die US-Regierung. Eine große Teile Amerikas sind nicht Bush-Line und ein sehr schönes Plakat auf einer der Demonstrationen in New York in den letzten Wochen legte Bush den Satz in den Mund: Was interessiert mich das amerikanische Volk? Es hat mich nicht gewählt. Dieser Punkt, dass er erstens nicht mehrheitlich und zweitens auch noch mit wahrscheinlichem Wahlbetrug in dieses Amt gekommen ist. Amerikanische Regierung und Amerika sind immer verschiedene Sachen. Aber was ich trotzdem nicht verstehe, ist, es wäre ja auch die andere Möglichkeit denkbar, dass man nicht die demokratischen Tendenzen destabilisiert, sondern dass man die gerade fördert. Warum wird dieser Weg denn nicht beschritten? Man käme da ja vielleicht auch zum Ziel, und zwar ohne
kriegerische Mittel, ohne diese zerstörerischen Konfrontationen? Man käme damit sehr wahrscheinlich sogar besser zum Ziel, zumindest langfristiger, was Form von Zusammenarbeit angeht. Aber diese Interessen sind oft sehr kurzfristig. Ob das nun daran liegt, dass ein Präsident für 5 Jahre gewählt ist und seine ganze Einflussklientel, die hinter ihm steht, jetzt in diesen 5 Jahren das durchsetzen will, was ihr wünschenswert scheint, also dafür spricht ja schon sehr viel. Wenn wir uns die Bush-Regierung angucken, dann sieht man etwas, was es bei uns, also in Europa, nirgendwo in dem Maße gibt. Dass man bei fast allen sagen kann, Funktionsträgern zeigen kann, ihre Zeit im Geheimdienst oder ihre Zeit als Angestellter bestimmter Ölfirmen. In dieser Kreislauf von Management, Ölindustrie oder andere Großindustrie, auch Waffenindustrie, Position im Geheimdienst und Regierungsposition bis Präsident, das gibt es bei uns schlicht noch nicht. Wir haben noch nicht zum Beispiel in der Bundesrepublik den Chef des BND oder des Verfassungsschutzes, der als Außenminister auftaucht oder für den Kanzler kandidiert. In Amerika ist das der Fall. Und diese Interessenverquickung auch ganz deutlich und klar zu zeigen, bestreitet auch niemand. Die wollen was in diesen 5 Jahren. Und wie kriegen sie das hin? Sie kriegen das hin, und das ist der einfachste Weg, indem sie ein despotisches Regime, ob sie ihm jetzt nur selbst zur Macht verholfen haben oder nicht, mit ihm in Kontakt treten, Angebote machen, Subventionen geben, Garantien, Dinge zu kaufen, Ölproduktion anzuleiern. Meistens sind das aber Monokulturen, die nur entstehen auf diese Weise. Das hilft kurzfristig beiden. Das hilft den despotischen Regierungen, schnell gute Geschäfte zu machen. Und es hilft ihnen, da sie auch auf Militärhilfe bauen können, ihre eigene Bevölkerung in Unterdrückung zu halten. Denn das ist ja der Punkt, der immer übersehen wird bei diesen idiotischen Konstruktionen von Huntington, Kampf der Kulturen, dass ja diese, jetzt in diesem Fall die meisten islamischen, arabischen, andere diktatorische Länder erstmal gegen ihre eigene Bevölkerung kämpfen. Die halten die ja unterdrückt. Es ist ihr Interesse, dort Demokratisierung zu verhindern, weil das nicht nur wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit ihre Entmachtung bedeuten würde. Es sind ja Scheichtümer, Königtümer, andere Sorten Diktaturen, die würden geschluckt werden, die würden in diesem Prozess aufgehen. Dass die nicht interessiert sind, ist klar, ihre eigene Bevölkerung zu entwickeln. Nicht mit Schulen, Krankenhäusern, zivilem Leben, Frauenemanzipation und. Jedes davon nimmt ihnen ein Stückchen ihrer Macht. Und das nutzen Westregierungen ganz simpel aus in der kurzfristigen Verfolgung ihrer Interessen. Indem sie sagen, ehe wir jetzt abwarten, Demokratisierung dauert, das dauert lange. Deswegen wird sie auch in Afghanistan jetzt offensichtlich nicht betrieben, sondern die Amerikaner unterstützen mit Geld zum Teil genau die Warlords, die sie vorher bekämpft haben als Nähe Taliban. Weil es viel einfacher ist, mit 10.000 Kalaschnikows eine kleine Armee zu bewaffnen. Damit kann man die Herrschaft über ein Riesengebiet Afghanistan, noch ein paar Panzer, noch ein paar Kanonen aufrechterhalten. Zahlt relativ wenig und bekommt Rechte, das und das zu tun. Sei es eine Pipeline zu legen, sei es diese oder jene andere Quelle auszubeuten. Während Demokratisierung heißt, Schulen bauen, Infrastruktur ändern, Frauen in Berufe bringen. Die Berufe müssen geschaffen werden. Männer müssen davon in einer bestimmten Weise zurücktreten, bestimmte Vorrechte aufgeben. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht im Verlauf einer Generation oder 2 Generationen, 3 Generationen. Diese Zeiträume muss man mitdenken und in Anspruch nehmen, wenn man wirklich in diesen Ländern was ändern will. Und das widerspricht genau den kurzfristigen Interessen des Westens. Und deswegen haben wir dauernd diesen Vorgang, dass die immer von Demokratie redenden westlichen Länder sich andauernd mit Diktatoren und Despoten der sogenannten dritten asiatischen, afrikanischen, südamerikanischen Welt und so weiter verbinden, genau im Gegensatz zu ihrer Ideologie und genau das fördern und produzieren, was sie angeblich bekämpfen. Ja, das leuchtet mir jetzt sehr ein. Können wir einen Schritt weitergehen? Im Untertitel Ihres Buches Der Knall reden Sie ja auch vom Verschwinden der Realität. Und zwar exemplarisch gezeigt dann am Beispiel des 11. September. Ich frage mich, ob es die Realität, die hier jetzt verschwindet, ob es die überhaupt hier gegeben hat.
die Realität in einem physischen Sinne, dass wenn jemandem ein Stein auf den Fuß fällt oder auf den berühmten Kopf oder sonst wohin, wenn er ein bestimmtes Gewicht hat, zur Zerstörung einer Knochenstruktur führt, Verletzung oder Tod. Diese Sorte Realität hat es natürlich immer gegeben. Es gibt kein Denkmodell oder auch kein vernünftiges oder ernstzunehmendes Philosophiemodell, das das bestreiten würde. Aber dann geht es schon los. Alles andere, wie wir das wahrnehmen, was diese physische Realität ist, das spielt sich ja in unserem Gehirn ab. Und das ist eine Erkenntnis, die sich zunehmend durchsetzt, auch bei den Anhängern einfacher Realitätsweltbilder, die immerhin jetzt schon so weit sind, dass sie sagen, jeder konstruiert die Realität in einer bestimmten Weise in seinem Hirn. Aus dem Zusammentreffen von seiner Wahrnehmung mit dem, was außen da ist. Also was wir unter Realität uns vorstellen, ist zum großen Teil etwas Imaginäres. Also nicht eine 1:1 Abbildung, wie man so im Common Sense zunächst mal meint. Das Bild im Kopf ist sozusagen identisch mit dem, was ich außerhalb meines Körpers habe. Das gibt es überhaupt nicht. Das würde nur so sein, wenn das Bild, das wir von der Realität haben, auf der Netzhaut zu Ende wäre. Mhm. Da steht es bekanntlich auf dem Kopf. Das ist schon der einfachste Vorgang und wir müssen es umdrehen, damit wir die Dinge in der Weise sehen, wie wir sie sehen, nämlich nicht auf dem Kopf stehen, das ist schon eine Gehirnleistung. Und alles andere, was wir dazu tun, die Wahrnehmung der Farben, die Wahrnehmung der Formen, die Wahrnehmung von Intensitäten, was jemand als zum Beispiel schön empfindet, Gewalt empfindet, als ihn zerstörend oder aufbauend empfindet, differiert bei jeder einzelnen Person. Insofern gibt es streng genommen so viele Realitäten auf der Welt, wie es Menschen gibt. Weil in diesen entscheidenden Punkten jeder mehr oder weniger seine eigene baut. Aber gut, das ist doch mit allen allgemeinen Begriffen so. Obst gibt es auch nicht. Sie können nicht auf dem Markt einen Pfund Obst kaufen, sondern dann fragt sie, wollen Sie Äpfel, Kirschen, Birnen, diese bestimmte Sorte. Ja. Man könnte sich ja fragen, ob dieser konstruierte Begriff Realität nicht trotzdem noch gebraucht wird, damit man überhaupt von diesen vielen Realitäten sprechen kann. Er wird gebraucht. Wir machen dauernd Gebrauch von ihm, sonst würde das, was wir Kommunikation nennen, untereinander eingestellt werden. Aber es gibt natürlich Gesellschaften, in denen es diesen Begriff Obst nicht gibt, wo Früchte einzeln heißen und nicht in der Weise in dieser Abstraktion zusammengefasst werden. Und wenn man, ich beschränke mich jetzt mal auf das westliche Modell, in westlich-europäisch, euroasiatisch muss man sagen, Modell, das entstanden ist ungefähr 800 vor Christus mit der Erfindung des Alphabets, das in einer viel stärkeren Weise, als die meisten von uns das wahrnehmen, unsere Realitätsvorstellung bestimmt. Obwohl auch dieses Verständnis sehr zunimmt. Zum Beispiel beschreiben neuere Bücher oder definieren neuere Bücher der Sprachwissenschaft, Harald Hamann zum Beispiel, Ursprungsgeschichte, Universalgeschichte der Schrift, das Alphabet als eine Maschine. Da würden die meisten Leute erstmal kurz zucken oder stutzen. Wenn man ein bisschen überlegt und das anguckt, wird das ganz plausibel. Das ist nämlich der Vorgang, dass aus Schriften, die schon lange da sind, assyrisch, babylonisch und so weiter, kretisch, bei den Griechen der Schritt dazu kommt, dass sie Vokale, hebräisch vorher auch, Vokale erfinden, A, E, O und so weiter, die es vorher nicht gibt. Vorher sind die Schriften rein konsonantisch. Damit konnte man nichts aufzeichnen, sondern immer nur das Eigengesprochene der eigenen Sprache. Wenn da eine RNS steht und fügt Vokale ein, kann man das Ronos, Rinas, Runos ganz beliebig sprechen und man spricht dann das, was man von der Mutter gehört hat, was die Umgebung sagt. Mhm. Aber in dem Moment, wo man Vokale schreibt, und das ist der Schritt zum Alphabet, kann man alles, was man hört, mit diesen 26 Buchstaben, die das dann werden bis zu den Lateinern, aufzeichnen. So dass die Spanier, als sie nach Mexiko kommen, die Sprache der Azteken aufschreiben können. Jedenfalls, wie die klingt. Mhm. Popocatépetl konnte man in der Konsonantenschrift nicht. Geht mit dem Alphabet. So dass das Alphabet die Funktion eines Tonbands bekommt. Ja, auch phonetische Phonetisch, Schrift ist ja genau das. Mhm. Also diese Definition Maschine ist ganz richtig. Mhm. Und das zeigt auch
zugleich dieses maschinelle Prinzip, man setzt was zusammen. Man setzt die Welt zusammen aus 26 Buchstaben. Das ist ein maschinelles Prinzip. Dasselbe wird dann entwickelt in der Bronzegießerei, dass man große Figuren macht, die man auch zusammensetzt, weil man nicht so 2-Meter-Dinger gießen kann, weil das alles zersprengen würde in der Hitze. Man muss das einzeln gießen, die Arme, die Beine, die Hüften. Man muss das im Negativdenken, die Gussform, das alles entwickeln, die Griechen in dieser Zeit. Warum, lassen wir jetzt mal weg. Aber das sind die Techniken, aus denen dann die Linearität des Alphabets, das hat McLuhan zuerst beschrieben, daraus folgt die Linie, daraus folgt die Geometrie, die Geometrisierung des Raums und bis zur Renaissance hin die Entwicklung der Perspektive. Dieses perspektivische Sehen ist eine reine Gehirnproduktion. Die macht nicht das Licht mit dem Netzauge, das haben alle Leute gleich. Aber das im Kopf in ein perspektivisches Bild der Welt umzusetzen, das haben nur die eurasiatischen Kulturen entwickelt. Nicht die chinesischen, nur zum Teil die arabischen, überhaupt nicht die indianischen, die deswegen auch nicht mit diesen Gewehren umgehen konnten, weil man dazu perspektivisch sehen muss, um auf 200 Meter Entfernung etwas zu treffen. Wenn man das nicht tut, dann baut man auch keine Waffen. Sie haben auch nie eine Waffe gebaut. Diese Differenz in der Realitätskonstruktion der Kulturen, das war ein ungeheuer einschneidender Punkt und bestimmt bis heute unsere Kultur. Was ich jetzt im zweiten Teil Verschwinden der Realität dieses Buchs Der Knall zu beschreiben versuche an den Texten heutiger Kommentatoren, ist, dass dieses Realitätsverständnis, an dem die ganze lineare Zeit hängt, der perspektivische Raum, die Mathematisierung des Raums, Navigation, Ausrichtung an Himmels-, Meereskoordinaten, Breitengrade etc., das folgt alles daraus, das ist heute im Verschwinden. Weil, das müssen wir jetzt raffen, durch die Entwicklung technischer Medien, etwa seit der Jahrhundertwende, wir Aufzeichnungsverfahren entwickelt haben, die Potenzen des Alphabets weit übersteigen. Und sie nicht nur übersteigen, sondern, wie Wilhelm Flusser und andere betonen, sie revolutionieren. Es steht die These im Raum, dass der Alphabetismus im digitalen Sehen und Denken untergeht. Dass wir in den elektronischen Medien nicht mehr vom Bild her ist es auch ganz klar, nicht mehr die Raumvorstellung haben. Das Bild ist flächig, die ganze Entwicklung der Pixelgeschichte, der Körnigkeit des Materials, die sozusagen die Wahrnehmungsrealität selber wird, ersetzt dieses perspektivische Denken im Raum, wie auch die elektronischen Medien überall die Gleichzeitigkeit auf der Welt herstellen, bald mit annähernd Lichtgeschwindigkeit über, wenn wir die Glasfaserkabel haben werden, die wir bald haben, wo auch diese Kanalbeschränkung der jetzigen Kupferkabel wegfällt. Also endlos die Netze werden, auch von endloser Kompetenz. Und wir jetzt dieses Phänomen haben, schnell ein Sprung in die Schule, dass wir diese ganze von der PISA und anderen Studien, die sehr spät kommt und sehr verspätet kommt und nicht mehr was bewegen wird, wo wirklich was bewegt werden muss, weil wir nämlich eine Generation von Schülern haben, die nicht einfach schlecht liest, sondern die einfach nicht mehr alphabetisch denkt und das noch nicht wahrgenommen wird. Die längst übergegangen ist in Bilderdenken, in digitales Denken, in andere Formen von Wahrnehmung, die auch nicht mehr zurück wollen will zum Alphabet. Flusser macht die Prognose, dass das Alphabet in 2 Generationen obsolet und lächerlich sein wird. Und wir sind heute schon Analphabeten, die noch lesen, schreiben, weil wir nur zu blöd sind, die mathematischen Formeln zu kennen und die Umsetzung ins Digitale. Das wäre eigentlich die Aufgabe, sagt Flusser, der heute fortschrittlichen Alphabeten, dass sie diese Übersetzung vornehmen. Dessen, was da ist, auch der Geschichte, des ganzen geschichtlichen Denkens, das in dieser Digitalisierung auch verschwindet, weil es nur noch gleichzeitige Zeiten gibt und gleichzeitige Räume. Diese ganze Vorstellung des linearen Denkens der Geschichte, das kann man bei heutigen Schülern in der Schule probieren, die können das nicht mehr. Die setzen sich hin und lernen ihre Geschichte der Weimarer Republik auswendig und die Partei, die versuchen das und merken, sie behalten es nicht. Sie können das bestenfalls noch in der Prüfung am nächsten Tag wiedergeben, danach ist es weg, weil sie keinen Raster mehr haben im Raum, in der Linearität des Denkens, wo sie das drin aufhängen können.
Aber wo sollen denn da die Übersetzer herkommen? Die müssen ja ein Bein noch im alten Paradigma haben, eins im neuen. Die Schüler selber brauchen ja jemanden, der sie, also wie sehen die neuen Lehrer dann aus? Das wäre die heutige, sagen wir mal, kulturkommentierende Intelligenz, die ich im zweiten Teil des Buchs Der Knall beschreibe, ne, wo manche Leute sagen, ich mache eine Abrechnung mit denen, daran liegt mir nicht. Ich werfe denen vor, dass sie Phänomene jetzt wie die des 11. September, die sie überfallen, wo sie mit mal merken, sie können das Fernsehbild nicht unterscheiden von dem, was sie vor ein paar Monaten im Kino gesehen haben oder am Tag vorher, in bestimmten Destruktionsfilmen, mit dem, was in New York passiert ist. Was ist daran real? Am realsten daran, habe ich versucht zu beschreiben, war das Fernsehbild, weil nur die Fernsehzuschauer sehen konnten, die Inszenierung der zwei Flugzeuge und was da, dass das eine Planung war und über Washington und Pentagon informiert waren, was die Leute am Ort zum Beispiel nicht waren. Für die war das ein schlichter, eine Art Weltuntergang. Da bricht ein Haus zusammen und woher, warum? Ist das Erdbeben, ist das ein Unfall? Who did it? Am Fernsehen konnte man das sehen. Am Fernsehen kriegte man Schritt für Schritt genau die Planung und die politische Planung und die Absicht dieses Attentats sozusagen mit einer Übermacht ins Hirn und in das, was sonst am Körper fühlt, geschoben. Das ist den meisten entgangen. Sie haben um sich geschlagen und sich gewehrt, zu wehren, versucht mit Begriffen wie phantasmatisch, was ist authentisch, was ist fiktional. Aber Sie haben auf Ihr Buch auch auf das Cover King Kong drauf gemacht. Ja, weil... Wollten Sie das sozusagen als Widerspruchserzeugung? Nein, weil ein kleiner Dreh dran war. Ich habe ja nicht King Kong drauf gemacht aus dem King Kong-Film von 1933, wo King Kong auf dem World Trade, Quatsch, auf dem Empire State Building steht, sondern ich habe das Bild aus dem Film von 76 oder so, ist ja John Gillerman genommen, wo King Kong auf dem World Trade Center steht, mit einem Fuß auf dem einen, anderen auf dem anderen und ein Flugzeug in so ein F, sowieso Jet. In der Hand zerquetscht, in der anderen Hand die weiße Frau hat. Ja, und also finden Sie so ein Bild vermittelt besser als mit Worten, diese Diskrepanz zwischen unseren diversen Realitätsvorstellungen? Ja, das heißt, das, was als politische Realität des Attentats aufs World Trade Center eingetreten ist, das ist in einer anderen Realität, in dieser Spielrealität Kino, die für mich auch immer noch eine Spielrealität ist. Das ist für mich nicht die Vorwegnahme dessen, was da passiert ist. Die Vorwegnahme dessen, was mit dem World Trade Center passiert ist, sieht man viel eher am Schluss von Antonioni Zabriskie Point, wo die Sekretärin, deren Freund, der Student, erschossen wird von der amerikanischen Polizei, sich vorstellt, dass so eine amerikanische Villa von Geschäftsleuten, die da in einem Wüstengebiet steht und die wollen das erschließen, die sprengt sie in die Luft. Und diese Sprengung zeigt Antonioni 10-mal. Das ist schon 1969. Und in Zeitlupe, in super Zeitlupe gefilmt, dass man auch die ganzen einzelnen Früchte aus dem Kühlschrank mit NASA-Technik übrigens aufgenommen, die das gerade entwickelt hatte. Das wäre eher die Fantasie. Das ist immer präsent. Dass Leute sich vorstellen, es soll was in die Luft fliegen, weil es, sei es mein Freund erschossen ist, weil es mir scheiße geht, weil ich diese Sorte Leben sowieso nicht aushalte. Das ist eine permanente Fantasie. Ob die jetzt nur gerade auftritt von Arabern gegenüber den Amerikanern, das ist ein Sonderfall dieser Geschichte. Dass sie das durchführen, nur tatsächlich das, was alle als Symbol dieser westlichen Welt empfunden haben, des Finanzkapitals, diese beiden Türme treffen, macht natürlich in Es macht zuerst mal deutlich, dass das in anderen Realitäten auch passieren kann. Ja, aber jetzt nehmen Sie mal an, Sie wären ins Zimmer gekommen, der Fernseher läuft und Sie hätten diese Bilder gesehen. Ja, was hätten Sie da gedacht, ohne Hintergrundinformation? Hintergrundinformation hatte man schon dadurch, dass zwei flogen. Dadurch wusste man, es ist ein Attentat. Ja. Wieso? Das konnte doch auch ein Film sein. Nein. Warum soll nicht jemand das filmisch umgesetzt haben als Vision? Doch nicht nachmittags um 5 in den Nachrichten. Aha, ja und, gut. Aber vielleicht kommt man abends oder, nach Hause. Und oder in der Unterbrechung von bestimmten Sendungen. Mhm. Ja, wenn es um 7:45 läuft zur Spielfilmzeit und hat dann auch diese Länge. Das sehe ich sofort.
Also da brauche ich keine 10 Sekunden. Ah, ja. Aber ich glaube, der Laie sieht das nicht. Ich weiß es nicht. Im ersten Moment ist man sicher verdutzt und würde ja nicht an etwas so Perfides denken, also wie jetzt diesen Plan. Doch, man merkt an der Zeit, daran, wie die Sprecher reagieren, wie sie sich verhalten. Das fällt aus der Fernsehverhaltensnorm vollkommen raus. Hm. Also ich denke, wer das nicht gesehen hat, sieht auch sonst schlecht fern. Ja. Oder macht sich ein merkwürdiges Mischbild aus dem, was er im Fernsehen sieht und was er aus der Realität anderen wahrnimmt. Aber das ist wahrscheinlich für die meisten der Fall. Mhm. Und deswegen merke ich, man läuft schon selbst, fängt man an, in die Fallen zu laufen, wenn man so unterscheidet, wenn ich sage, aus der Fernsehrealität oder der. Ja. Ne? Denn sie sind tatsächlich gleichberechtigt. Mhm. Es gibt Jugendliche heute, die mit dem Computer so aufwachsen, wenn ihnen jemand sagen würde, du bist da aber in einer virtuellen Realität und dann gibt es die, dass du das beruflich umsetzen musst oder sowas, das nicht verstehen würde. Mhm. Und dann vielleicht auch den Weg oder sehr gut den Weg finden kann, diese Arbeit in der Realität in der anderen so umzusetzen, dass er sein Geld damit verdient. Also dass er diese Sorte Gegensatzrealität, wie wir sie aufmachen noch, da es die der Dinge und da es die der Medien, überhaupt nicht mehr gemacht wird, ja, weil sie ineinander übergehen. Ja. Das steht uns bevor, das wird passieren. Mhm. Die Generation der Jungen, die jetzt lebt, hat das schon. Die Unterscheidung machen wir. Und wenn man dann anfängt mit Phantasma, Phantasmagorie, Illusion, Trauma und, dann gehen die Intellektuellen jetzt, die so schreiben, an ihrer Aufgabe vorbei, dass sie vor allen Dingen dadurch, dass sie als Gurus schreiben. Sie schreiben in einer Konkurrenz, in Tageszeitungen oder sprechen in Medien. Und es geht darum, wer hat nun jetzt den tollsten Dreh? Wie beschreibt man dieses Ereignis am besten? Was ganz gut mit Boris Groys und Sloterdijk in dieser Konkurrenz der Überbietung. Wer legt noch einen drauf? Wer macht die größte Überbietung? Wer sagt dann, na, dies war nur ein Ereignis an amerikanischen Hochhäusern, ne, wie Sloterdijks Formel war. Das ist ein bisschen albernes Spiel, wenn man sich anguckt, worum es da tatsächlich geht. Sie müssten schreiben, wenn Sie jetzt anfangen zu merken, Ihr Realitätsbegriff entwirklicht sich. Kluge benutzt dieses Wort, entwirklicht. Das war ein entwirklichendes Attentat. Dann müsste er sagen, was dabei entwirklicht wird. Und was dabei entwirklicht wird, das ist mit mal die Wahrnehmung der eigenen Sprache. Dass Sie merken, mit dieser Sprache und diesen Begriffen kommen wir nicht mehr hin. Und darüber müssen Sie schreiben, darüber müssen Sie reden. Dann wären Sie dem Moment angemessen, dass Sie sagen, Sloterdijk tut das als Einziger, als er sagt in einem Interview, wir brauchen eine kybernetische Schulreform. Es geht nicht darum, dass die Schüler jetzt noch besser Rechtschreiben lernen. Das machen die Rechtschreibeprogramme. Was soll das? Ich denke auch, es geht überhaupt nicht darum, dass man Klassenarbeiten wie im heutigen Sinn schreibt. Dass sie sich da hinsetzen und in 60 Minuten auswendig gelernte Geschichten, die in einem Lexika stehen, niederschreiben sollen aus dem Gedächtnis. Sie sollen einen Computer auf dem Tisch haben und sollen im Computer nachgucken, mit Lexikonhilfe, auch die Übersetzung, mit Lexikon machen. Das ist doch ein absoluter Irrsinn, all die Sachen, die Dinge, die dastehen, die die Jugendlichen schon benutzen, außerhalb der Schule, in ihrer Schule abzusperren und sie in dieses alte Auswendiglernen, Vokabel, Dinglernsystem zu sperren, statt ihnen beizubringen, wie geht man mit Systemen um? Wie geht man mit Techniken um? Wie organisiert man Dinge im Zusammenfall von Technik und Mensch? Denn Mensch und Technik ist nicht länger getrennt. Die Menschen sind nicht länger ohne diese Maschinen zu denken, nicht ohne ihre Verbindung. Wir haben gerade die letzte Woche die Meldung, dass der erste Computer gebaut worden ist aus Biomaterial, aus Zellmaterial und läuft schneller als diese Lithium, ne, angemeldetes Patent. Es gibt diese Trennung Menschen und Technik und Menschengeräte nicht mehr. Auf jeden Klassentisch gehört dieses Gerät, gehört zum Computer. Und wenn die Klasse was Besonderes machen will, soll sie mit der Klasse in Schweden kommunizieren oder einen Wettkampf machen, wie man die gleiche Aufgabe am schnellsten löst. Und dann sollen sie rausfinden, wann ein bestimmtes Wort, wenn man Sprache macht, zum ersten Mal bei Shakespeare aufgetaucht ist oder sonst wo. Und dazu das Ganze in den Computern gespeicherte Bibliothekswissen benutzen. Dann macht man einen Sprung und dann kann man diesen ganzen PISA-Blödsinn vergessen. Herr Teveleit, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen. Ich kann nur hoffen, dass Sie möglichst viele Lehrer jetzt rekrutieren, die in Ihrem Sinn Unterricht neu erteilen. Auch in der Kunst, denke ich mal. Ja, schön wär's. Das aktuelle Buch unseres Gastes zum Thema möchte ich Ihnen gerne empfehlen. Klaus Teveleit, Der Knall. 11. September,
Das Verschwinden der Realität und ein Kriegsmodell. Verlag Strömfeld, Roter Stern, Frankfurt am Main und Basel 2002.